In diesem Video geht es um die Anwendung von Variable Fonts im Web. Konkret geht es um ein Beispiel, das ein HTML-Dokument, zwei CSS-Dateien und eine JavaScript-Datei umfasst. Ich habe diese Dateien für einen Kurs vorbereitet und an die Teilnehmer abgegeben. Wenn du dieses Video schaust und diese Dateien nicht zur Verfügung hast, kannst du sie entweder abtippen oder du schaust einfach zu. Es sollte reichen, um einen Eindruck darüber zu erhalten, was notwendig ist, um einen Variable Font im Web einzusetzen. Auf der rechten Seite siehst du den Browser. Das Dokument, um das es geht, ist geöffnet, das HTML-Dokument. Es ist ein Titel mit einem Variable Font geschrieben. Der Font heißt Roslindale. Herausgekommen ist er bei David Jonathan Ross. Das ist ein Schriftdesigner aus Amerika. Er lebt in Vermont und stellt mindestens einmal im Monat einen Font her, den man abonnieren kann. Ich habe diese Schrift ausgewählt, weil sie über zwei Achsen verfügt. Das heißt, es gibt zwei Eigenschaften, die sich variabel einstellen lassen, nämlich das Gewicht und die Breite. Der Font hat eine gewisse Qualität und er ist auch als Testfont verfügbar. Das waren die Kriterien, warum ich ihn ausgewählt habe. Und dann habe ich noch eine zweite Website geöffnet, die heißt What Can My Fondue? Das hat nichts mit Fondue zu tun, sondern das heißt What Can My Font Do? Und ich zeige das vielleicht im Verlauf des Videos. Es ist möglich, hier ein Font hineinzuziehen und du kannst dir so anzeigen lassen, was der Font für Eigenschaften hat. Und im Fall eines Variable Fonts siehst du eben, welche Eigenschaften variabel sind und was die Bandbreite ist. Je nach Font kann sich das nämlich unterscheiden. Hier zum Beispiel gibt es eine Bandbreite von 200 bis 900 für das Schriftgewicht. Ich habe hier Regler eingesetzt, mit denen du das Gewicht verschieben kannst. Und das Gleiche gilt für die Zeichenbreite, die variiert zwischen zwei Werten, nämlich zwischen 75 und 100. Diese Werte können, wie gesagt, von Font zu Font variieren. Und um die richtig einzusetzen, musst du das irgendwie herausfinden. Und dafür ist diese What Can My Fondue Website das beste Mittel. Jetzt gehe ich diese Dateien nacheinander durch und ich beginne mit der HTML-Datei. Ich habe hier auf der linken Seite meines Screens einen Texteditor geöffnet. Hier sehe ich die Dateien, um die es hier geht. Ich mache das aber zu, um ein bisschen Platz zu gewinnen. Ich habe hier im Hintergrund auch ein Finder-Fenster geöffnet, wo diese Dateien drin sind. Also sie sind alle im gleichen Ordner. Die Index-Datei ist das HTML-Dokument, das hier auf der rechten Seite geöffnet ist im Browser. Und dann gibt es noch einen Ordner, der heißt Fonts, und darin ist diese Schrift abgelegt. Das Dateiformat ist WOF2, das ist ein komprimiertes OpenType-Format. Also es ist OpenType genauso wie ein Desktop-Font. Da wäre die Endung OTF oder TTF. Und die komprimierte Version davon heißt WOF. Das steht für Web Open Font Format. Und wenn eine 2 dahinter steht, dann ist es komprimiert, wie auch WOF komprimiert ist, aber noch stärker. Jetzt in dieser HTML-Datei steht, was in so einem HTML-Dokument drinsteht. Ich halte mich nicht sehr lange damit auf. Es gibt einen Head, eingeschlossen hier zwischen diesen Head-Tags auf Zeile 3 und 9. Darin stehen Informationen zum Dokument, zum Beispiel ein Titel
Und wichtig hier sind die Links zu den Style Sheets. Es gibt zwei davon. Das eine dient dazu, die Schrift zu laden, damit der Font eingesetzt werden kann, auch wenn er nicht im Betriebssystem installiert ist. Also wenn man auf eine Website geht, die liegt auf einem Server und ist nicht lokal bei dir auf dem Computer installiert. Und wenn du die Schriften, also wenn das Dokument dann in Schriften gerendert wird, mit Schriften, die bei dir lokal nicht installiert sind, dann müssen die ebenfalls von diesem Server oder von noch einem anderen Server geladen werden, damit bei dir das richtig ausschaut. Das nennt man Webfonts und es ist nötig, dies mit der Sprache CSS zu laden. Also das ist dieser erste Link und der zweite Link führt ebenfalls zu einem Stylesheet, zu einer CSS-Datei. Dort steht dann drin, wie das Ganze aussehen muss. Also zuerst den Font laden und dann bestimmen, wie es aussieht, Schriftgröße einstellen und so weiter. Und dann gibt es den Tag Body, der beginnt auf Zeile 10 und wird geschlossen auf Zeile 27 und alles, was da drin steht, das ist dann das, was hier als Output sichtbar ist. Und da gibt es zuerst den Titel Variable Fonts und dann gibt es hier zwei Tags namens Section und dort drin sind die Schiebregler. Es ist hier nicht besonders wichtig, wie das strukturiert ist. Man muss die einstellen, die Schiebregler, und sagen, was die Limiten sind. Ich habe hier, wie gesagt, 200 bis 900. Das entspricht diesen Werten in Klammern. Unten sind es 75 bis 100. Und wie die Schiebregler dann genau funktionieren und was sie tun, das wird dann mit JavaScript geregelt. Diese Schiebregler und die ganze JavaScript, der JavaScript-Teil, das ist nichts, was notwendig ist, um mit Variable Fonts zu arbeiten. Ich habe es hier einfach eingesetzt, damit es möglich ist, hier zu zeigen, wie mit einer einzigen Datei verschiedene Eigenschaften genutzt werden können, die eine Schrift haben kann. Also die Schiebregler und JavaScript, das ist nicht nötig, aber es ist hier, weil es nützlich ist, dabei. Und hier ganz am Schluss des HTML-Dokuments ist der Link auf die JavaScript-Datei. Es ist normal, dass die Links für CSS zu Beginn stehen, weil zu Beginn klar sein muss, wie die Inhalte gerendert werden müssen, wie das ausschauen muss. Und JavaScript steht tendenziell am Schluss, weil JavaScript erst ausgeführt werden soll, wenn das gesamte Dokument geladen ist. Darum diese Reihenfolge. Dann gibt es die Datei fonts.css und da drin stehen eigentlich nur, da steht nur dieser Abschnitt drin. Alles, was hier grün geschrieben wird, sind sogenannte Kommentare, die ich hineingeschrieben habe, damit du dir etwas zusammenreimen kannst, wenn du das Ganze in Ruhe anschaust, ohne meinen Kommentar. Ohne den gesprochenen Kommentar. Was hier steht, ist die sogenannte AddFontFace-Regel. Sie heißt so, weil sie mit AddFontFace beginnt und sie dient dazu, eine Schrift zu laden, mit der eben ein Dokument gerendert werden soll, wenn die Schrift nicht im Betriebssystem installiert ist. Alles, was zwischen diesen geschweiften Klammern steht, dient dazu, zu bestimmen, was mit dieser Schrift passieren soll. Zuerst gibt es einen Link auf die Schrift. SRC steht für Source, für Quelle. Dann in der URL steht der Pfad, wo der Browser oder der Rechner diese Schrift finden kann. Also hier steht der Name des Ordners, gefolgt vom Namen der Schrift. Wenn du im Beispiel nachschaust, dann siehst du, dass das dem Ordner und dem Dateinamen entspricht. Dann wird definiert, in welchem Dateiformat das vorliegt. Hier ist es, wie gesagt, WOF 2 und eben ein Variable Font. Wie das genau geschrieben wird, das ist im Moment noch im Umbruch, das ist noch nicht fertig standardisiert.
So funktioniert es aber. Und dann wird Font Family geschrieben und als Wert, also links, dem auf der linken Seite sagt man Eigenschaft und dem auf der rechten Seite des Doppelpunkts, das nennt man Wert. Die Eigenschaft hier heißt Font Family und der Wert ist eine Zeichenfolge in Anführungszeichen. Die Anführungszeichen sind nötig, weil die Zeichenfolge Leerzeichen enthält. Und hier wird die Schrift benannt. Dieser Name dient dazu, später im Stylesheet Bezug auf diesen Font zu nehmen. Wenn ich später sage, ich will, dass etwas in Roslindale Display Variable geschrieben werden soll, dann weiß der Browser, dass etwas mit diesem Font unter diesem Pfad gerendert werden soll. Und dann gibt es hier auf Zeile 5 und Zeile 6 Eigenschaften, für die es in diesem Font eben variable Werte gibt, nämlich das Gewicht, das von 200 bis 900 einstellbar ist, und die Breite der Zeichen, die hier zwischen 75 und 100 schwanken. Und das sind jetzt glücklicherweise Eigenschaften, für die es einen Namen gibt im CSS. Das ist nicht bei jeder Eigenschaft, die variabel einstellbar sein könnte, der Fall. Also es ist nicht immer möglich, diese Bandbreite so anzugeben wie hier und es ist auch nicht unbedingt notwendig. Also wenn ich diese zwei Zeilen weglassen würde, würde es trotzdem funktionieren. Wenn du das aber so angibst, kannst du verhindern, dass der Browser versucht, außerhalb dieser Bandbreite etwas zu rendern, wodurch es eventuell zu fehlerhaften Darstellungen kommen könnte. Also es ist nichts, was unbedingt notwendig ist. An dieser Stelle kann ich vielleicht schnell zeigen, wie dass ich zu diesen Werten gekommen bin. Und dazu dient jetzt eben diese Website. Und wenn ich hier zu meinem Ordner navigiere und den Font nehme und hier fallen lasse auf dieser Seite, dann wird hier ausgespuckt, was hier alles drin ist. Und ich gehe hier ein bisschen schnell vorwärts, bis ich hier diese zwei Eigenschaften finde, die variabel sind. Auch hier werden solche Regler angezeigt, mit denen ich eine Vorschau kriege. Und ich sehe hier, dass die Breite sich einstellen lässt und eben angezeigt wird hier die Bandbreite. Das ist die Information, die im Font enthalten ist und hier ausgewertet wird. Und ich kenne im Moment nur diese Möglichkeit, auf die Schnelle an diese Werte heranzukommen. Also es gibt Weight und Width und in CSS entsprechen diese Werte eben Font Weight, dem Gewicht, und Font Stretch, der Zeichenbreite. Font Stretch ist nicht so ein glücklicher Name, weil es impliziert, dass etwas gedehnt oder verzerrt wird. Das ist aber nicht der Fall. Die Zeichenbreite hier entspricht dem Design der Schrift. Also es ist keine Verzerrung, sondern das ist eine Veränderung der Form der Buchstaben, die so vom Schriftdesigner oder der Designerin gestaltet wurde. Also das ist alles, was es hier braucht, um diese Schrift, diesen Font zu laden. Um hier zurückzugehen, das war, was hier mit dieser Zeile 7 passiert im HTML-Dokument zu diesem Zeitpunkt, wenn der Browser das interpretiert. Jetzt weiß der Browser Bescheid, dass ein Font geladen werden soll. Er lädt ihn aber noch nicht. Geladen wird es erst, wenn es wirklich etwas mit diesem Font zu rendern gibt. Und dass dies getan werden soll, steht dann im nächsten Stylesheet. Das ist die Datei style.css. Und hier wird für den Selektor root, das bedeutet das ganze HTML-Dokument,
oder die Wurzel des HTML-Dokuments. Dort wird die Schriftfamilie Roslindale Display Variable eingestellt und das ist jetzt eben dieser Name, den ich vorhin gegeben habe in der @FontFace-Regel. Also dieser Name, den kannst du im Grunde genommen frei wählen, das muss einfach mit der @FontFace-Regel korrespondieren. Dass hier die Schriftgröße auf 100% gestellt wird, das heißt einfach, dass die Schriftgrößen des Dokuments in Einklang stehen sollen mit den Einstellungen, die der User im Browser vorgenommen hat. Und dann wird für den Selektor H1, das entspricht im HTML-Dokument diesem Tag H1, das ist Heading 1, die Überschrift, hier wird eine Schriftgröße eingestellt und was hier genau steht, das ist nicht so wichtig. Das bewirkt einfach, dass die Größe zwischen einer bestimmten dass die Schriftgröße variabel ist und sich an die Breite des Viewports anpasst. Aber dies hat mit Variable Fonts nichts zu tun. Ich wollte einfach, dass das auf verschiedenen Bildschirmgrößen einigermaßen okay aussieht. Auch hier habe ich in grün Kommentare hinzugefügt, damit du später nicht jedes Mal das Video schauen musst. Und ebenfalls eingestellt wird hier eine sogenannte Transition. Es tut mir leid, immer wenn ich über die Dinge fahre, blendet mein Texteditor Zusatzinformationen ein, die uns nichts nützt. Ich vergesse das leider immer wieder. Lass dich dadurch nicht stören. Transition ist eine Eigenschaft, die dazu führt, dass wenn sich in diesem Titel etwas ändert, irgendeine Eigenschaft, das heißt hier all, das bedeutet egal welche Eigenschaft, wenn sich das ändert, dann soll es 0,3 Sekunden dauern, um vom vorherigen Zustand zum nächsten Zustand zu interpolieren, also die Zwischenschritte automatisch auszurechnen. Und ease in, out bedeutet, dass dies mit einer bestimmten Beschleunigung passiert, also nicht eine regelmäßige Bewegung, sondern es beginnt schnell, wird dann langsamer und wird wieder schnell oder umgekehrt. Das heißt, wenn ich hier am Regler ziehe und ein neues Gewicht einstelle, dann wird innerhalb von 0,3 Sekunden angepasst über die Zwischenstufen und das führt zu einem animierten Übergang. Wenn ich das abstellen würde, indem ich zum Beispiel den Kommentar hier ein bisschen hochziehe, um das zu deaktivieren, dann passiert das nicht mehr animiert, sondern es stellt, also hier zum Beispiel vom einen Ende der Achse bis ans andere, es stellt sofort um. Und wenn ich das hier rückgängig mache und wieder abspeichere, dann geschieht dies wieder mit einer Animation, weil die Zwischenschritte vom Browser ausgerechnet werden und weil es sich um einen Variable Font handelt, passiert dies auf eine sehr saubere Art und Weise. Es gibt hier noch weitere Angaben, dies betrifft einfach das Layout und die Reihenfolge, die Anordnung dieser Elemente, das bespreche ich hier nicht extra. Also wichtig ist hier eigentlich nur ein Punkt, nämlich dass mit dem richtigen Namen Bezug genommen wird auf diese @FontFace-Regel. Sobald dies der Fall ist, wird der Browser den Text in diesem Font rendern. Und sobald ich dies gemacht habe, habe ich auf alle Gewichte dieses Fonts, die in diesem Font enthalten sind, habe ich Zugriff, genauso wie auf alle Breiten bzw. auf andere Eigenschaften, wenn du mit einem anderen Font arbeitest. Und schließlich noch ganz kurz die Komponenten in JavaScript. Hier auf Zeile 3 bis Zeile 9 werden verschiedene HTML-Elemente an Variablen zugewiesen. Also hier zum Beispiel auf Zeile 3
wird eine Variable, das heißt hier const, also es ist eine konstante Variable, die sich nie ändern wird. Dort wird das HTML-Element mit der ID, für ID steht diese Raute, die ID-Title, wird da drin abgespeichert. Die ID, wenn wir hier zurück ins HTML gehen, das ist so ein Attribut, ein sogenanntes Attribut des Tags H1. Hier steht ID gleich Title, also das ist die Identität dieses Tags, wenn du so willst. Es gibt hier noch weitere Elemente, die so eine ID haben. Und hier dient es dazu, in JavaScript mit der Funktion DocumentQuerySelector dieses Element auszuwählen und in eine Variable zu speichern. Das gleiche geschieht nachher mit diesen Reglern und mit einem Element, das ist diese Zahl hier unten, die ich updaten möchte, je nachdem, was beim Regler eingestellt ist, damit du siehst, bei welchem Wert der Font im Moment steht. Also all diese HTML-Elemente werden hier in Variablen gespeichert, damit sie nachher im weiteren Verlauf des JavaScript-Programms angesprochen werden können. Und dann folgen im Grunde genommen zweimal folgen sehr ähnliche Abschnitte. Im ersten Abschnitt geht es darum, dem Regler für das Schriftgewicht einen sogenannten Event-Listener zuzuordnen. Das ist eine Möglichkeit, dieses Element, diesen Regler sensibel zu machen auf Veränderungen. Sobald eine Veränderung stattfindet, wird ein sogenannter Event ausgelöst und dann werden bestimmte Dinge, also jedes Mal, wenn dieser Event passiert, jedes Mal, wenn ich am Regler ziehe, passieren gewisse Dinge. JavaScript liest dann den Wert des Reglers aus, wo der Regler steht zwischen den definierten Limiten. Und es wird dann beim Titel das Schriftgewicht neu eingestellt, nämlich entsprechend diesem Wert. Und auf Zeile 14 in JavaScript steht, dass nachher diese Zahl neu geschrieben werden soll, damit man sieht, was passiert ist, damit du siehst, wie der Font im Moment eingestellt ist. Und dann auch bei Zeile 17 kommt nochmal das Gleiche. Es wird ein Event-Listener für den zweiten Regler, mit dem die Breite eingestellt wird, wird diesem Regler zugewiesen. Und jedes Mal, wenn sich etwas ändert, das heißt hier Change, wenn diese Art Event passiert, dann wird auf Zeile 18 der Wert dieses Reglers abgelesen und auf Zeile 19 als Wert für die Zeichenbreite des Titels eingestellt. Ich habe hier ebenfalls einen Kommentar eingefügt, den du ignorieren kannst, außer du möchtest selber etwas ausprobieren. Es geht darum, dass eben in CSS nicht unbedingt für jede Style-Eigenschaft eines Fonts die Variable sein kann. Das ist einen eigenen Eigenschaftsnamen wie Font Weight oder Font Stretch gibt. Und wenn es das eben nicht gibt, dann musst du so vorgehen, wie hier auf Zeile 23 steht. Das können wir dann aber zusammen anschauen. Du kannst mal fragen. Und schließlich auf Zeile 28, das ist ein Detail. Dort geht es einfach darum, dass ganz am Anfang, wenn das Dokument neu geladen wird, dass diese zwei Zahlen hier, wo 288 steht und da unten, wo 84 steht, das ganz am Anfang, wenn das Dokument geladen wird, also wenn ich hier hingehe und auf Return drücke, wird es zurückgesetzt, dass diese zwei Werte hier hineingeschrieben werden. Aber wie gesagt, diese ganze JavaScript-Komponente dient eigentlich nur dazu, diese Regler zu konfigurieren und Werte abzulesen, wenn du an diesen Reglern ziehst. Und du könntest genauso gut einen Variable Font nur
mit CSS einstellen, ohne JavaScript zu verwenden. Und das Allerwichtigste an diesem Beispiel ist die Datei fonts.css, weil an dieser Stelle ein Webfont im Format WoW2, der variable Eigenschaften hat und damit eben ein Variable Webfont ist, der hier geladen wird und wo eingestellt wird, wo alles Nötige eingestellt wird, das nachher im Weiteren im Stylesheet mit dieser Schrift gearbeitet werden kann. That's it.